drehe mich zu den anderen um, mache ein fragendes Gesicht. Frage Isarun schüttelt. Einmal sind wir wohl irgendwo in der Nähe des Puransana. Ich glaube, wir befinden uns immer noch im gleichen Haus, aber ich habe keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Andererseits, ich glaube nicht, dass wir uns weit bewegt haben für Puranana. Andererseits, wenn das hier wirklich etwas mit einer Limbusreise zu tun hat, könnten wir sonst wo sein. Hoffen wir genau auf. Ihr malt aber den Schreck an die Wand, werte Kollege. Das nennt sich Analyse. Sind wir oder sind wir nicht? Wir wollen. Es ist nicht hilfreich. Da ist ein Mann, den können wir doch fragen. Ihr wollt mit dem kleinen Mann sprechen. Warum denn nicht? Sprechen mit dem Dämon, das ist immer eine gute Idee. Was das letzte Mal passiert ist, als wir beide hingegangen sind, um mit kleinen Männern zu sprechen. Das ist ein Argument, da wurden wir verklagt. Aber mir, ihr geht vor und sprecht mit dem Mann. Eine wundervolle Idee, oh großer Führer. Nun gut, wenn ihr euch nicht traut. Ich drehe mich um, knall die Tür wieder zu und nähere mich dieser kleinen Person. Hallo. Hallo? Wie heißt ihr? Habt ihr Wasser? Sicherlich. Sagt mir erst euren Namen. Alrik. Alrik. Und weiter? Alrik aus Romulus. Ein Bettler hier. Was tut ihr hier? Gefangen sein. Wie kamt ihr her? Das weiß ich nicht. Ich bin hier aufgewacht. Wasser? Sicherlich. Ich krame an meinem Beutel rum, ziehe den Trinkschlauch ab und reiche ihm hin. Hier, nehmt. Nun, was könnt ihr uns noch erzählen über dieses Haus? Weiß nicht, die essen Katzen und Hunde. Wer ist Katzen und Hunde? Aktira. Er wedelt dabei so ein bisschen mit seinen Händen in der Luft und du kannst wohl erkennen, dass ihm zwei Finger fehlen. Ihr habt also mit ihnen schon geredet. Wie viele sind es? Ich habe mit ihnen nicht geredet, aber sie sind in schwarze Roben gehüllt und tun böse Dinge. Wie viele Aktira befinden sich in diesem Haus? Ich habe vier gesehen. Aber nie gleichzeitig. Wisst ihr, wo sie sich jetzt aufhalten? Ist ja nicht mal, wo ich bin. Gut, Alrik aus Romulus. Wollt ihr mit uns kommen oder wollt ihr hier verbleiben? Könnt ihr das öffnen? Bitte? Er rüttelt so ein bisschen an den Gitterstäben und das klungt metallisch, zieht so ein bisschen durch den gesamten Keller, durch die gesamten Katakomben. Seid ruhig. Könnt ihr mich ausholen? Ja, bitte. Bleibt ruhig. Bitte. Du siehst so ein bisschen, wie der Wahnsinn in ihm hochsteigt. Würfel mal überzeugen. Oder viel besser, Seelenkunde. Habe ich lieber Heilkunde, überzeugen. Heilkunde, Seele. Dann habe ich nicht. Du überzeugen, ich nicht. Ableiten, plus 10. Überzeugen, Sekunde, Wissen ist das nie. Ja, er springt so ein bisschen in seinem Keller, in seinem Käfig auf. Du merkst auch, wie sein Kopf oben anschlägt und wie so ein kleines Äffchen auf allen Vieren, beziehungsweise mit so abgeduckten. Ruhig. Ihr müsst mich herausholen. Sie essen mich genauso wie die Katzen und wie die Hunde. Niemand ihr müsst mir helfen. Sie töten mich und dann holen sie mich wieder. Wenn ihr nicht ruhig seid, muss ich euch ruhig stellen. Ja, er hört nicht auf und springt in seinem Käfig so, wie es ihm irgendwie möglich ist. Spuckt nach dir, versucht nach dir zu treten, nach dir zu greifen, dich heranzuziehen. Du stehst natürlich auf Entfernung. Lässt das gar nicht zu, aber ja, was? Komplett von Wahnsinn geschüttelt. Komm her! Stellt ihr wohl den Mann ruhig! Kommt her, Keras! Ja. Über euch könnt ihr irgendwas Schweres schleifen hören. Wie habt ihr das hingekriegt? Ihr müsst mit ihm reden, stellt ihn ruhig. Sagt ihm, dass wir ihn hier rausholen. Schaut mich an. Bleibt ruhig. Schaut mich an. Schaut mir in die Augen. Seid ruhig, ansonsten wird euch wirklich etwas passieren. Ihr könnt jetzt erkennen, wie die Treppe, die nach oben führt, sich verdunkelt und sämtliches Licht nach und nach langsam aus dem Raum weicht. Rafim, Tür, du links, ich rechts. Wir bringen was um, ja! Gibt's hier mehr als einen Ausgang? Ihr steht immer noch in der gleichen Katakombe, also du kannst hinter dir, wie gesagt, immer noch den Raum erkennen, wo
Abel mir kurz nachgeschaut hatte, da war es aber auch keine weitere Tür. Also, ihr müsst irgendwo. Voltax ist sich relativ sicher, ihr seid irgendwo in einem Keller. Okay, da stellen wir uns wenigstens rechter Treppe auf. Ich würde ihn mal anschauen. Schlagt nicht zu, bevor ihr den Dämon seht. Vielleicht sind wir wirklich in einem Boron-Tempel. Dämon des Verrats. Wisst ihr? Ich stelle mich mal zu den anderen an der Tür oder Treppe. Ich stelle mich mal an die Tür zur Kaverne, zum Boron-Tempel, wie auch immer. Mit den alchemistischen Geräten. Weil es da was rauskommt. Ich würde mich zu Abel mir stellen. Ich verstecke mich hinter Raffin. Gut, das heißt, den Mann lasst ihr in seinem Käfig und steht jetzt neben der Treppe? Ja, ich hatte mir vorher meinen Trinkschlauch zurückgeholt. Ja, das kannst du natürlich nochmal gegriffen haben und dann. Ja. Im Käfig ist aktuell sicherer als wir. Glaube ich auch. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch oben irgendwas krachen hören, irgendwas fällt da wohl oben, zerbricht und Raffim ist sich relativ sicher, dass da irgendwas, was geschliffen wird, Metall auf Stein, irgendeine riesige Waffe aus Metall, die da wohl gerade hinter sich hergezogen wird. Dann ist die Dunkelheit so beklemmt und einschüchtern, dass ihr nichts mehr erkennen könnt. Ich würde gerne mal würfeln, ob ich es für den Zauber Dunkelheit halte, beziehungsweise einen von Hashtod. Magiekunde. Dunkelheit, einen Moment hier. Hast du denn den Zauber Dunkelheit? Ja, relativ hoch. So, habe ich das letzte Mal doch sogar gecastet. Ah, stimmt. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Ja. Erschwert oder erleichtert in irgendwas? Würfel einfach Magiekunde, ist nicht okay. Erschwert. Zumindest kann ich auch? Kannst du auch. Du hast den Zauber? Egal. Ihr wisst, dass es Dunkelheit ist. Ihr wisst nicht, was das für ein Dämon ist. Ein Hashtod würde wahrscheinlich sich lautlos bewegen und dann oben keine schweren Äxte oder sowas dann über den Tempel ziehen, aber ihr wisst nicht genau, ob Hashtods dann auch aus anderen Sphären gerufen werden können. Die chaotischen Sphären sind da immer ein bisschen variabel und es ist eine Dunkelheitszauber und im Dunkeln kämpfen ist gefährlich. Habe ich noch Zeit, ein Pentagramm neben die Tür zu malen? Ich glaube nicht, dass ich noch Zeit habe, den Dunkelheit zu reversalisieren. Könnte diese Finsternis auch einer Boron-Liturgie entspringen? Ja, wie gesagt, ihr steht in absoluter Finsternis. Ihr könnt euch nicht sehen, auch wenn ihr einen Meter nebeneinander steht. Ihr könnt euch noch ohne Probleme hören. Aber ansonsten sind die Kommunikationsmöglichkeiten sehr eingeschränkt und auch Attack funktioniert nicht mehr. Hatte ich die Möglichkeit, dieses Pentagramm an die Wand zu malen, oder? Nein, zeitlich nicht möglich. Bleib hinter mir, Karino. Ich zwische mal über die Schulter. Alle, die nicht Raffin sind, gehen jetzt 2 Meter nach hinten. Ich hole einmal unter meiner Kleidung meinen Grandpapier hervor, ob der auch gedimmt ist dadurch. Du kannst ihn spüren, aber du siehst ihn nicht. Großartig. Ich würde gern ein Guardianum-Schild gegen Dämonen hochziehen. Ich lasse mir keine Zeit, sondern mache das in einer Aktion. Ja. Dunkelheit ist ein Umweltzauber, ne? Ja. Oh, nee, ich muss mir gar keine schneller machen. Also 2 Aktionen, das sollte ja hinhauen. Wir sind ja noch nicht im Kampf. Ja, ich. Ja, es ist eine Kuppel, kein persönlicher Schild und ja, der beginnt sich jetzt langsam auszubreiten. Ja, du merkst wohl, wie kurz bevor du fertig warst, hatte sich wohl irgendein Ding, an der Hand war es nicht, aber irgendetwas hat sich um deinen Fuß geschlungen und nachdem dann der Guardianum durch ist, du merkst wohl, wie so ein kleines Flirren sich in der Dunkelheit verliert und dann von dir ausbreitet, wie auch gleichzeitig dieser Tentakel dann weggleitet. Sonst und was ist mit der Dunkelheit? Still. Dunkelheit bleibt. Okay, also es ist keine dämonische Dunkelheit, sondern wirklich so ein Zauber. Interessant.
Neben euch könnt ihr es jetzt hören, wie wohl aus den Kavernen, aus diesen Hohlräumen in der Wand nach und nach es klappert. Knöchern. Oh, und es leichte Stöhnen gibt. Es sammelt euch bei mir. Okay. Ich habe ein Schild. Ich würde zu Isarun gehen. Ja, und Selbstbeherrschungsprobe. Ich bin so froh, dass ich es gerade nicht sehen kann. Selbstbeherrschungsprobe. Und ich würde gerne das Geoden-Ritual Macht des Lebens aktivieren. Was also, tut das? Dieses Ritual verleiht dem Ring die Gabe, den Träger vor allen Wesen zu schützen, denen widernatürlich Leben eingehaucht wurde, vor allem Untote, Golems und Vampire, nicht aber Dämonen oder reine Umformungen bestehenden Lebens wie Chimären oder Lykantrophen, sehr wohl aber beseelte Untote. Alle diese Wesen sind von solchen Widerwillen, von der strahlenden Macht des Lebens erfüllt, dass sie den Geoden nicht angreifen oder berühren, solange er nicht selbst angreift oder berührt. Wie lange dauert dieses Ritual? Durchzuführen? Mhm. 6 Aktionen Aktivierungsdauer. Gut, dann würfel doch mal bitte. Währenddessen könnt ihn vor allem hören. Sehen könnt ihr nicht, aber ihr hört wohl Kiaras lautes Schluchzen und dann Schritte, die sich sehr schnell entfernen. Also sehr, sehr, sehr taktisch, wie ich bin, höre ich hinter mir Untote und vor mir einfach nur Schritte und entscheide mich, dass vor mir der Weg ist nach draußen. Die Treppe hoch. Und ich stürme dem Vieh entgegen mit gezogener Waffe. Ich würde Karinor aufhalten. Ich meine, der steht hinter mir. Wenn er an mir vorbeirennen will, dann will ich den packen. Ist die Dunkelheit denn noch da, oder? Die Dunkelheit ist immer noch da. Kiaras, du wirst von irgendetwas Widerlichem gepackt. Irgendeine riesige Kreatur, die vor dir steht. Sorry. Ich zieh weiter nach vorne. Ich versuche, Rafim mit mir zu zinken. Das ist nicht Rafim. Irgendetwas ist Widerliches mir egal, was blockiert auch immer. Dich in deinen weiter. Weg. Das heißt, du weißt nicht, was vor dir steht und du bist komplett panisch. Du drehst gerade komplett durch. Ja, irgendwas blockiert dich. Da vorne ist der Ausgang, ich will raus. Du siehst keinen Ausgang, es ist alles dunkel, es ist alles finster. Ich weiß, da ist eine Treppe, ich will die Treppe. Ja, du stolperst und versuchst die Treppe nach oben zu kommen, du wirst weiter festgehalten. Wie ist denn das so? Also eigentlich waren wir ja um die Treppe herum positioniert. Läuft er vielleicht gegen einen von uns oder merkt einer von uns irgendwie den Lufthauch und kann ihn irgendwie noch festhalten? Ja, Rafim hat ihn ja festgehalten. Ihr könnt ihn auch laut schluchzen hören, wie er da jetzt gerade komplett panisch wird. Und es wird immer schneller und die Wände, ihr habt auch das Gefühl, ihr könnt sie nicht sehen, aber ihr habt das Gefühl von Platzangst, dass die Wände näher auf euch zukommen. Vor allem Kiaras bemerkt das und ist da überhaupt noch eine Treppe oder hat sie sich schon wieder gewandelt? Steht ihr vielleicht wieder in einer Globule? Seid ihr gerade vielleicht in der Kanalisation oder irgendwo anders? Vielleicht steht ihr auch nicht mal in Romulus. Ich würde mal meine Augen schließen, dann ich greife Karinor und streiche ihn dann über den Kopf. Irgendwas packt dich über den Kopf und du merkst, wie deine Hand sich um dein Genick schließt. Karinor, die Götter sind mit uns. Wir fürchten kein Übel. Ja, du hörst nur dieses Flüstern, was in dein Ohr dringt und du verstehst ihn oder es oder sie nicht und diese rasselnde Stimme, die in deinen Kopf dringt. Ja, ich lass klirrend meine Klinge einfach zu Boden fallen und zerr mit beiden Händen irgendwie krallend an diesen Händen, die mich versuchen da zu würgen. Hört man dieses Gerangel da drüben? Ja, natürlich, du kannst alles hören. Also deine Sicht ist komplett zurückgefahren. Du konzentrierst dich nur noch auf das Gehör und du hörst jetzt Kiaras leise winseln. Du hörst auch Rafims beruhigende Stimme, aber Kiaras wird immer panischer und ihr könnt immer weiteres Knacken von Knochen hören und das Zurückschieben von Sarkophagen und das Wimmern und das Springen von diesem alten Mann, der in diesem Käfig sitzt, irgendwo hinter euch. Ihr könnt ihn nicht mehr sehen, aber ihr wisst immer noch, dass er da ist und schreit und kreischt. Und könnt ihr die Katzen miauen hören und die Hunde bellen? Rafim, was ist da drüben los? Alles gut, Karinor. Keine Ahnung, Greifenmund. Ich bin kein Geweihter. Vielleicht solltet ihr mal was tun. So, alles sammelt gut, ihr euch Karin. Mal alle bei mir und zwar schnellstens. Wir wollen hier raus. Lass mich hier raus! Ich folge ihrer Stimme. Ja, ich pack mir Karino jetzt. Ich kann mich nicht bewegen. Der Mann ist nicht so schwach, wie er aussieht. Gut, dann brauche ich einen Führer. Und ihr dürft mich führen mit einer Götter- und Kulteprobe plus 8. Ja, ich halte Karino fest. Ich kann gar nichts führen. Isarun hat ein Schild. Warum geht sie nicht vor? Genau. Alles klar. Bin direkt hinter euch.
So, das ist gelungen. Nicht sehr gut, aber es ist gelungen. Ja, dann kannst du dir nach und nach, links und rechts hat er dir euch gesammelt, du greifst dir Boltax, dann streifst du wohl Abelmir, kannst ihn einsammeln. Hatte da wohl noch so eine Kreide versucht in der Hand zu halten und versuchte da dieses Pentagramm reinzumalen. Und dann hast du Jalen in der Hand, du kannst wohl auch den riesigen, schwitzigen Körper von Rafim dann führen und merkst dann, wie Kiaras wie so ein kleines Häufchen Elend in der Ecke sitzt, dann von Rafim aufgehalten wird, sonst würde er panisch irgendwo hinlaufen. Ja, wenn die an uns vorbeilaufen, trete ich Greifenmund, wenn ich es kann. Vermutlich trete ich in die Luft, aber ich versuche Greifenmund kurz zu treten. Hebt Kiaras Schwert auf. Laufen plus 8. Ich will ihm ja nicht wehtun, ich möchte ihn nur leicht anstupfen. Ja, aber treffen in absoluter Dunkelheit ist immer eine plus 8. Ja, ja. Genau, vor allem in der Dunkelheit von... Ja, ich trete in die Luft, aber... Ja, aber ich höre es wohl. Ja. Und ja, wo soll das sein? Du weißt, den Boden kriechen. Also Rafim tritt wohl, versucht zu treten. Du merkst wohl, wie irgendwas Metallisches durch den Raum gewirbelt wird. Scheiße, hast du jetzt gerade die Waffen von Kiaras in die Katakomben getreten, irgendwo weiter rein in den Raum... Und dann könnt ihr eine knallende einer Peitsche hören. Herr Start! Ja, ach nee. So, seid ihr jetzt endlich bei mir? Ja, natürlich. Scheißt auf die Waffe und los geht's. Ja, ihr hakt euch jetzt alle mit den Händen in meinem Gürtel ein und dann gehen wir los. Versuchst die Kellertreppe nach oben zu führen, versuchst das Knacken und das Rascheln von Knochen zu ignorieren, die ritualartigen rogolanischen Worte von Boltax hinter dir, der da irgendein Gegenritual angestimmt hat. Dann tretet ihr nach endlos langer Zeit in den oberen Teil rund geformt eines Boron-Tempels. Du kannst noch erkennen, wie wohl, wenn ihr aus dieser Dunkelheit heraustretet, eine riesige Schleifspur von einer gigantischen Waffe nach unten gezogen ist und dann wohl auch eine Kerbe auf der Treppe hinterlassen hat, was auch immer da gerade passiert ist, aber völlig egal. Ich bewege mich weiter die Treppe nach oben und dann schauen wir mal, wo wir ankommen. Ja, wie gesagt, ihr steht dann im Inneren eines Boron-Tempels. Du kannst da verschiedene Schreine, Ornamente erkennen. Die Boron-Statuetten sind wohl allesamt zerschlagen, zerbrochen, geschändet, definitiv geschändet. Es erinnert dich so ein bisschen an das, was du damals in Garad getan hast, unten in diesem Keller. Nur das war natürlich eine sehr unheilige Statue. Diese hier war natürlich heilig und das war das Werk von finsteren Nekromanten. Stinkt doch nach Moder. Allerdings anders als eben in diesem langen Flur, sondern hier eher nach Knochen, nach Trockenheit und muffig. Gibt es Ausgänge? Ja. Eine große doppelflügelige Tür, die dann über Treppen nach unten führt und da ist wohl auch wieder Licht und Regen und Wind. Könnt ihr nach draußen stürmen, die Dunkelheit hinter euch lassen und hört wieder das Knallen von Peitschen, das Scheppern von irgendwelchen Knochen, die jetzt nach und nach oben wanken und mit einem verängstigten Kiaras, der dann so ein bisschen von Rafim auch in den Armen gehalten wird, wie so ein kleines Kind, könnt ihr dann nach draußen treten. Könnt dann auch noch am Boron-Tempel stehen bleiben, sodass ihr dann nicht nach ganz draußen tretet, aber direkt vor euch ein Brunnen und ein Ornament mit schwarzen Pflastersteinen, das wohl einen Raben darstellt. Großer Platz. Wir sollten hier verschwinden. Ich würde mich gerne orientieren, wo in Romulus wir gegenwärtig sind oder wo ich schätze, dass wir gegenwärtig in Romulus sind. Ja, schwierig. Mit der Karte wird das natürlich sehr viel leichter sein, aber die hat Kiaras natürlich als Kartenzeichner eingesteckt. Mit dem kann man immer noch wenig anfangen, dem geht es gerade vielleicht ein bisschen besser, aber es ist eine Orientierungsprobe plus 7. Ja. Kann ich denn einschätzen? Ich möchte eigentlich gar nicht wissen genau, wo auf der Karte ich bin. Ich möchte einschätzen, wo ich mich von meiner letzten Position aus befinde. Kann ich das machen? Innerer Kompass, ja, schwierig. Ich gebe dir eine plus 7, aber mit deinem inneren Kompass, den kannst du dann natürlich auch wieder anrechnen, also ein plus minus 0 ist. Ja, mal gucken. Boltax hat keine Ahnung, ihr seid auf alle Fälle überirdisch, ist natürlich klar, wenn es jetzt gerade regnet, aber Rafim, du zeigst in eine Richtung, irgendwie nach Nordosten. Von da seid ihr aufgebrochen und ganz grob würdest du sagen, dass ihr im Osten von hier, vielleicht im Südostost, hättet ihr dann diese kleine Gasse gehabt, wo du dieses Kind gesehen hast, diesen Wandler. Also wir befinden uns komplett nördlich von meinen letzten Positionen auf jeden Fall.
Stehe ich das richtig? Also du bist dir recht sicher, auch ohne Karte, dass ihr gerade im Boron-Tempel von Romulus seid. Am alten Boronhanger. Okay. Oh, fuck. Ich muss mich nicht orientieren. Vor mir ist eine Straße, da gehen wir jetzt hin. Vielleicht sollte jemand anders führen. Laufen, würde ich sagen. Und zwar könnten wir vielleicht 3 Minuten warten, bis Karinor sich beruhigt hat? Raffin, bist du das, Raffin? Ich kann sie spüren. Alles gut, Karinor. Ich bringe sie alle um, wenn sie euch anfassen würden. Sie würden überall, wie ist das Fleisch? Alle sterben. Raffin, wollt ihr wirklich warten, bis was auch immer da drin ist, uns nachkommt? Wir haben keine 3 Minuten. Könnt ihr ihn schleppen oder nicht? Los, ihr wollt mit einem panischen Mann durch eine Stadt schleichen? Ist das euer Plan? Besser als mit einem panischen Mann vor dem Tempel voller Dämonen stehen zu bleiben. Gebt ihm meinetwegen einen Kniebel, damit er keinen Lärm macht, aber wir können nicht hier bleiben. Er ist kein mittelreichischer Adiger, er ist ein Grand, er wird mit Respekt behandelt. Unfassbar, ein Knebel. Dann stopft ihn respektvoll einen Knebel in den Mund. Was soll denn das? Kann ihn doch verzaubern. Könnt doch die Schnauze halten. Ich fange an zu marschieren. Ich mache mit Kiaras das Schlusslicht und beruhige den weiter. Und Knebel. Unwürdig sowas. Ja, wir wenden uns in Richtung Stadtmauer, denke ich mal, oder? Die Stadtmauer kannst du erkennen. Also du blickst dann direkt in Richtung Süden. Du guckst nochmal nach oben, ob du das mit der Sonne abschätzen kannst. Aber dadurch, dass es einfach regnet über dir, ist es zu dunkel. Du siehst auf alle Fälle einen Teil der Stadtmauer direkt dann irgendwo auf der anderen Seite des Platzes. Dann müsste man natürlich mal umschauen. Platz rüberkommen. Ja, ich würde mich mal umhören, ob dort irgendwelche Bewegungen von vorn zu erkennen sind. Ich würde gerne auf Spuren achten, ob hier gewisse Wege häufiger oder weniger häufig benutzt werden. Du siehst wohl die Sinnschärfe. Mehr Punkte sind gut, mehr Punkte geben mehr Informationen. Okay, alles klar. Muss ich da noch eine Fährtensuchenprobe würfeln oder nicht? Fährtensuche brauchen wir noch nicht, nein, noch nicht. Okay, alles klar. Du guckst über den Platz und er sieht aufgeräumt aus. Zu aufgeräumt vielleicht für eine Stadt, die belagert ist. Das wird merkwürdig, wie sauber aufgeräumt hier alles ist. Na, es könnten diese Fallen sein, von denen Sie gesprochen haben. Sagen Sie nicht, die wären mit Drähten? Aber wäre es nicht besser, wenn das Gelände unübersichtlich wäre? Dann sieht man die Fallen später. Ich dachte auch, die sind sich nicht grün mit den Nekromanten. Vielleicht sollten wir trotzdem diesen Platz umgehen. Wir stehen mitten drauf, Abelmir. Was denkt ihr, was wir tun sollen? Wir gehen zur nächsten Häuserwand und umschleichen dieses Gebäude. Sie hier lang, oder wie? Es kommt drauf an, wo wir raus sind. Also sind wir jetzt hier raus? Oder ist das dieser? Ich dachte, wir stehen an einem Brunnen. Okay, cool. Ich dachte, wir gehen hier lang irgendwie so. Ich dachte, wir sind hier rausgekommen. Er sagte, wir stehen an einem Brunnen. Auf einem Platz, der wie ein Rabe aussieht. Okay. Alles klar, wir haben jetzt den Fall gesehen. Okay, nächstes Gebäude. Ich würde einfach zum nächsten Gebäude hin, also so irgendwie. Obwohl, nee, das ist auch kacke. Dann vielleicht an der Mauer entlang, also hier. Was uns näher an die Gräber führen dürfte. Ja, aber es ist immer noch eine Mauer. Entscheidet euch jetzt, bitte. An der Mauer entlang und wir machen Tempo. Gut. An der Mauer entlang. Ja, Kiara, du kommst mittlerweile auch so ein bisschen zu dir. Ne? Deine Brust schlägt immer noch wild und dein Herz hat sich noch nicht ganz beruhigt, aber die brummende Stimme von Raffim ist dann doch irgendwo. Erinnert dich vielleicht an deinen Vater oder an früher den Grandenberg und ein bisschen besser ist es schon gerade. Ja, ich klammer mich einfach weiter an ihn und versuche tief und ruhig zu atmen und murmel über Raya und versuche jedes Gebet, das mir einfällt, runterzurattern. Und Tote. Du denkst wieder zurück an Vorboroch und Daimoroch. Den Drachen, der deinen Brustkorb geknackt hat, den ich tot zurückliegen ließ. Aber du warst nicht tot. Vielleicht warst du untot.
Ja, ihr könnt euch dann an den Mauern vorbeischleichen. So ein kleiner Schuppen ist es nicht ganz. Es ist wohl irgendwie so ein. Es gehört definitiv zum Boron-Tempel. Schleicht euch dann vorbei, mal wieder so ein Blick nach links, nach rechts, über den Platz hinüber, auf die Häuserdächer. Ihr wisst ja schon, dass die da liegen und dann mit ihren Gewehren schießen, mit ihren Abalonen, Abaletten, mit ihren Armbrüsten, was auch immer sie dann da haben. Und ihr achtet dann, wenn ihr an das Gitter tretet, könnt ihr noch erkennen, wie da der Boronanger vor euch liegt und geschändet ist, die Gräber allesamt umgedreht, die Steinplatten dann zur Seite gebrochen, als ob sie irgendwie gefallen wären, als ob ein riesiges Loch im Boronanger dann klafft, das nach unten führt, in andere Dimensionen. Was suchen sie hier? Was tun die Nekromanten hier? Euch dann in einem Gitter an der Außenseite dann durch die Büsche entlangtasten und steht dann an dem nächsten Haus. Gut, ich spähe mal in die Gasse herein, so hier. Ob sich da irgendetwas tut. Entschuldigung, hier. Mhm. Kannst nichts Offensichtliches erkennen. Dann würde ich mich gerne im Schatten der Hauswand weiter fortbewegen. Mhm. Ich möchte sehr intensiv auf den Boden achten, während ich hinterhergehe. Fallenstellen. Ich glaube, Fallenstellen ist kein Talent. Doch, Natur. Doch, ist ein Naturtalent. Naturtalent. Kann ich auf Pferdensuchen ableiten? Nein. Kann ich auf Metatalent Jagd ableiten? Nein. Auf Feinmechanik? Feinmechanik würde ich sogar zulassen zum Neutralisieren einer Falle. Das ist sogar explizit vorgeschlagen. Aber nicht zum Entdecken oder zum Metatalenten. Wo würdest du eine Falle platzieren? Kann ich auf Kriegskunst ableiten? Kriegskunde plus 10, ja. Was mache ich? Sehgefechte zählen nicht. Andere können natürlich jetzt auch ihre Naturtalente einreichen, ne? Da ich keine Fallen stelle als Geode, das einzige Naturtalent, was sie nicht kann. Ich dachte, ehrlich, es wäre irgendwie ein Metatalent zur Jagd. Nee, es ist ein ganz normales Naturtalent. Ihr wurde darauf hingewiesen und du kannst dann auch Isaron an der Schulter packen und zurückziehen, denn sie wollte wohl gerade mit ihrem Stiefel an einer dieser Drähte vorbeilaufen und kannst sie dann nach hinten reißen. Halt! Was? Seht ihr da unten? Ich zeige vorsichtig mit dem Finger hin. Das ist ein Draht. Ein Stück Bind vorhanden. Lass mal sehen. Ich drehe mich ein bisschen nach vorne. Guck mir die Falle mal genau an. Ich gehe so 5 Schritte zurück und ziehe Isaron mit, wenn sie sich ziehen lässt. Sonst lasse ich sie halt los. Ich will da nicht stehen, wenn er es falsch macht. Nee, ich lasse mich schön mitziehen. Und blicke mich dann anschließend, dann nehme ich in Sicherheit wähne, relativ, nicht panisch, aber konsterniert in der Gasse rum, ob hier irgendwo ein Hinterhalt auf uns wartet. Schaut euch rum, ich muss die Falle untersuchen. Ich gucke mir die Falle mal genauer an, wie sie aufgebaut ist, wo sie hinführt, was sie vielleicht auslöst, eventuell. Dann bekomme ich jetzt die Fallmechanikprobe.